Dann mal einen wunderschönen guten Morgen. Webcam kommt. Ja, Webcam äh, kommt auch. So, ich schiebe mich mal hier rüber. Mensch, das ist ja wie das erste Mal frisch Livestream hier auf diesem Kanal. Ähm, ja, sollte alles soweit funktionieren? Alles richtig eingestellt. Ihr seht mich. Einen wunderschönen äh, guten Morgen. Normalerweise, ihr kennt ja die Like-Challenge immer, aber wenn ich jetzt so sehe, sind wir schon über 100 Prozent. Also da brauche ich nichts weiter zu sagen. Heinz, einen wunderschönen guten Morgen. Und Ingo, auch einen wunderschönen äh, guten Morgen. Und wir werden heute mal ein bisschen eine gemütliche Zeit verbringen, würde ich mal sagen. Und schon mal ein paar Aktien anschauen, wo wir letztes Jahr die Watchlist äh, schon mal so ein bisschen aufgestellt haben. Die ist mit Sicherheit noch nicht final und äh, wenn ihr da immer wieder Anregungen habt, dann ähm, könnt ihr mir das natürlich immer gerne reinschreiben. Ich meine, jetzt hier im Livestream müssen wir mal gucken, wie viele Leute heute den Weg hierher finden. Aber ich bin guter Dinge, ähm, dass dann nachher, wenn der Livestream durch ist und dann äh, das auf der Kanalseite bzw. auf dem Kanal zur Verfügung stehen dass sich das dann doch nochmal der eine oder andere anschauen wird und äh, dass dann da ein paar. Ja, Empfehlung würde ich es nicht äh, sagen, aber Hinweise kommen äh, bezüglich Aktien. Ich habe natürlich nicht das komplette Aktienuniversum auf dem Schirm. Es gibt nützliche Tools, wo ich mich dann auch mal äh, reinarbeiten möchte. Ihr wisst es ja, zeitlich ist es bei mir immer begrenzt und manchmal habe ich auch einfach mal eine Woche, wo ich hier, wie sagt man, Dienst nach Vorschrift mache und dann halt einfach nur die anstehenden Termine. Äh, abarbeite, aber ansonsten dann auch mal, wie, wie heißt es so schön, chille oder dann halt eher weniger machen. das muss dann auch mal sein äh, wenn man dann schon recht wenig Urlaub macht und sich ja eigentlich im Prinzip jeden Tag dann auch arbeitet, also Wochenende durch und alles und dann gehört das halt auch mit dazu, dass man sich dann mal so ein, zwei Wochen äh, ja, dass man da den Fuß vom Gaspedal nimmt und dann auch mal weniger macht ähm, zumal ja auch privat bei uns gerade ein bisschen was im Umbruch ist ähm, neues Haus, Umbauen äh, vorbereiten, Umzug vorbereiten und die ganze Geschichte und dann hoffentlich, was heißt hoffentlich, und dann endlich zu Hause auch ein vernünftiges ähm, Arbeitszimmer zu haben, wo ich dann auch Livestreams machen kann. Und da freue ich mich schon drauf. Tür zu und Ruhe. Und wenn ihr wüsstet, wie ich äh, zurzeit am Wochenende meinen DAX-Wochenausblick aufnehme, ich muss mal, ich muss mal ein Foto davon machen. Das ist echt unter aller Sau. Aber wir sind halt gerade in. Ja, Vorbereitung für Umzug und äh, sind da ein bisschen, wie sag ich mal, äh, nachlässiger, was da so die Geschichte Aufräumen angeht oder dann halt alles akkurat dann wegräumen. Da stehen dann auch schon mal die Kartons in der Gegend rum, ähm, die darauf warten, dann gepackt äh, zu werden. Genau, also das ist äh, die private Geschichte. Ähm, nur mal so am Rande an der Stelle. Und äh, ja, ihr seht, ich hab hier... Seht ihr das überhaupt? Ne, ihr habt die URL gar nicht Moment mal das muss ich mal hier ändern das ist die Geschichte ja muss ich mal gucken äh, ob ich das mal ein bisschen höher ziehen dass ihr dann auch die URL habt da oben ich denke mal das ist okay wie gesagt ich habe jetzt hier noch nicht großartig äh, rumgestellt und äh, eine neue Webcam beziehungsweise ich habe ich habe eine Webcam also ich habe eine äh, Kamera die besser ist ich habe hier meine alte Canon noch angeschlossen und Canon ist bekanntlicherweise nicht äh, optimal, die als Webcam zu nutzen, beziehungsweise geht das nur über Umwege äh, und softwareseitig. Und ich habe hier meine, meine Sony-Kamera. Da habe ich, äh, die wollte ich heute eigentlich aufbauen, aber ich habe das Kabel zu Hause vergessen. Das längere ähm, USB-C-Kabel, um dann bis an den Rechner zu kommen. Von daher heute noch die alte Kamera. Ich weiß nicht, ob ihr da großartig Unterschiede nachher feststellt, weil eigentlich ist die äh, Canon-Spiegelreflex ja ganz okay, besser als jetzt eine, eine, eine ja, Standard-Webcam. So, dann äh, möchte ich äh, die Zeit mal nutzen. Äh, Christoph ist da, guten Morgen. Äh, dann möchte ich die Zeit mal nutzen und auf einen Kommentar eingehen. Bitte seht es mir nach, wenn ich nicht immer sofort auf Kommentare eingehen kann, weil auf diesem Kanal bin ich nicht so stark vertreten. Dann eher auf meinem Hauptkanal, Florian Kasischke. Und zwar von dem Uwe: äh, Eine Frage, warum nutze ich nicht zum Beispiel Portfolio Performance? Das ist wesentlich einfacher und schneller zu bedienen als Excel. Die Renditeberechnungen darin stimmen dann auch. Äh. Ja, warum nutze ich es nicht? Ähm, ganz einfach, weil ich es bisher noch nicht auf dem Schirm habe. Deswegen ist die Frage ein bisschen äh, komisch gestellt. Ich weiß, wie das gemeint ist, ähm, aber anders gestellt wäre es dann doch sinnvoller gewesen. Zum Beispiel, hey Florian, es gibt Portfolio Performance. Äh, das könntest du zum Beispiel verwenden statt Excel, macht das wesentlich einfacher, wobei die Portfolio Performance für mich eher eine untergeordnete Rolle spielt. Für mich ist dann eher interessanter die reine Dividendenrendite, weil ich doch eher dividendenfokussiert agiere und die, ähm, das Tracking der Dividendenrendite mir im Prinzip reicht. Die Kursrendite spielt für mich eine untergeordnete Rolle im Depot, weil es mir egal ist, ob das Depot äh, 20% im Minus ist oder 20% im Plus. Für mich ist halt wichtig, ein stetiges Dividendenwachstum hinzubekommen um dann, äh, ja, von dem Free Cashflow zu partizipieren. Ich weiß, es gibt auch andere Strategien, die vermeintlich auf dem Papier besser sind, aber äh, da kann man groß diskutieren. Das ist ja immer, hey, würdest du zum Beispiel in den Nasdaq voll investieren, denn der ist ja so gut gelaufen und wird sehr wahrscheinlich auch die nächsten Jahre gut laufen und würdest du dann theoretisch in 20 Jahren den Nasdaq ETF verkaufen und dann in Dividendentitel umschichten, hättest du ja eine viel, viel größere Performance. Das ist immer nett auf dem Papier, das hinzurechnen. Der große Nachteil, ähm, würde ich vielleicht mal ein extra Video auch zu so machen, der große ähm, Nachteil an der Stelle ist halt, wer sagt nicht, dass dann gerade mal zu dem Zeitpunkt, wo ich dann umschichten äh, müsste ähm, oder wo man dann umschichten würde, ähm, wer sagt dann, dass äh, bis dahin man nicht oder in der Zeit dann vielleicht eine größere Marktkorrektur ansteht und die Indizes. Generell erst einmal noch einen längeren Weg haben, um ihre alten Höchststände zu erreichen, und das ist immer sehr schön hingerechnet. Aber die Zukunft äh, kennt man nicht. Und das Schöne an Dividenden ist, sie sind halt einfach planbar. Und ähm, mit der entsprechenden Auswahl an äh, Dividendenwerten hat man so oder so eine sehr hohe Chance auf eine durchschnittliche positive Performance. Und man partizipiert ja schon von der Dividendensteigerung. Äh, und es ist Insofern planbar, dass man schon weiß, okay, also ich weiß jetzt äh, ungefähr, was dieses Jahr mit dem aktuellen Depotstand an äh, Dividenden am Ende rauskommen wird, wenn ich jetzt nichts nachkaufen würde. So, und das ist halt die Planbarkeit. Ne? Und äh, so kann ich es dann auch für die Jahre entsprechend fortschreiben. Und das hast du halt in der Kursentwicklung äh, beispielsweise nicht, weil es ja dann immer noch. Ähm, ja, zyklusabhängig ist, in welchen Marktphasen wir uns gerade befinden, und die Marktzyklen kennen wir ja, die gehen teilweise oder die großen Marktzyklen oder größeren Marktzyklen gehen ja über mehrere Jahre. Na, ja, und somit könnte man dann zum Beispiel einen Zeitraum erwischen, wo man ähm, halt nicht so äh, eine nicht so dolle Performance hat. So, das führt jetzt aber schon zu weit. Wir wollen uns ja Aktien ähm, raussuchen. Erst einmal Portfolio Performance schaue ich mir an. Ne? Äh, für mich, was für mich am interessantesten ist, ist dann halt, ob man es dann auch teilen kann. Ne? So für mich spielt das eher eine untergeordnete Rolle, weil ich so oder so, ja, das im äh, Depot selbst ja die Aufschlüsselung habe, wie die äh, Gesamtperformance ist. Ex-Dividenden, Dividenden müsste man dann dazu rechnen noch. Deswegen ist mein äh, Depot auch Plus, Minus, Null oder moderat im Plus, auch wenn es jetzt mit 2,5% oder so gerade im, im Minus ist. Ähm, aber aufgrund äh, der aufgelaufenen Dividenden äh, ist es jetzt im Plus. Ne? Und da spielt dann halt, wie gesagt, diese kurzfristige Kursentwicklung spielt ja gar keine so große Rolle. Genau. Also das erst einmal so viel dazu. Ich schaue es mir an. Wenn das für mich praktikabel ist, vor allem auch die Funktion äh, da ist, dass ich das öffentlich stellen kann, dann... Mache ich das sehr gerne? Ne? Dann nutze ich das, ähm, weil mir das äh, Tracking sozusagen bei äh, TraderFox nicht so ganz so gut gefällt. Und darüber stelle ich ja das äh, Depot zur Verfügung. Und äh, der Link, weiß ich gar nicht, ob der Link äh, zu meinem Depot äh, unten in der Beschreibung ist. Unter den Videos auf jeden Fall. Beim Livestream weiß ich jetzt nicht ganz genau. Muss ich dann vielleicht nachträglich nochmal reinpacken, wenn ich es nicht vergesse. Ähm, was ich dann hier nachteilig finde, ist, dass zum Beispiel die Dividenden der äh, ETFs nicht mit drin sind. Ne? Und vielleicht ist das, wurde das ja nachgebessert mittlerweile. Nee, hier sind nur die Dividenden der, der Aktien mit drin, ne? ähm, aber von den äh, ETFs nicht. Und das ist natürlich schon blöd. Müsste ich vielleicht mal nachfragen, woran das liegen kann, ne? weil ja die ähm, ETFs ja momentan einen ziemlich großen Part in der Allokation Bilden, ne? gehen wir auch hier nochmal äh, drauf ein. Die haben ja insgesamt, ne? also die Dividenden-ETFs, haben Ende 2024 eine Gewichtung von 40 Prozent. Ne? Und wenn ich den äh, SP 500-ETF mit reinnehme, das ist auch ein ausschüttender ETF. Ne? Also hätte ich dann hier schon 50 also die Hälfte des Depots, wären dann Dividenden-ETFs. Ne? Ähm, nochmal zur Allokation. Und zur 10-Jahres-Planung. Wir befinden uns jetzt hier im Jahr 2. Gesamtinvestitionssumme ca. 12.000 Euro. Ich plane 10.000 Euro zu investieren und äh, so langsam einen Cash-Bestand aufzubauen ähm, für Marktkorrekturen, um danach kaufen zu können. Und der Cash-Bestand wird dann halt ein fixer Anteil werden. Und Cash ist jetzt hier Ende 2024 mit 2.000 Euro ähm, drin. Ne? Und so wird es dann prozentual immer äh, einen gewissen Bestand geben ungefähr so 10%, 10 bis 20% Cashbestand ähm, möchte ich immer halten, um dann halt gewisse Chancen außer der Reihe dann auch wahrnehmen zu können. Und wir befinden uns jetzt im Jahr 2, also äh, ja zum Ende des Jahres sollten so ungefähr 22,000, 23 23,000 Euro investiert sein, beziehungsweise inklusive Cashbestand. So, was man hier nicht außer Acht lassen darf, ist, dass ich versuche, die jährliche Investitionssumme entsprechend zu steigern ähm, pro jahr um 6000 euro und die etfs werden zukünftig ähm, eine niedrigere gewichtung einnehmen ne? also ich schätze mal wenn ich die etfs überhaupt weiter bespare ich hatte jetzt erstmal eine planung drin diese bis zu jeweils 5000 euro zu besparen immer fix jedes jahr jeweils 1000 euro nachkaufen als quasi manuell ausgeführten Sparplan, bis dann 5.000 Euro in die ETFs dann investiert sind. Der Renditepart steht dann für sich, ne? der ähm, ist dann immer flat 20% auf den aktuellen Depotwert als Zielallokation und dass dann der Anteil äh, der ETFs äh, in, ab dem Jahr 5 wäre es ja dann oder Jahr 6, ähm, werden die ETFs nicht mehr weiter aktiv bespart, sondern da gilt der Aktienfokus. Dann, ne? Das bedeutet, die ETFs haben jetzt erst einmal eine sehr, sehr hohe Gewichtung von 40%, zumindest der Dividenden-ETF-Anteil. Und der wird dann mit den Jahren immer weiter abnehmen, weil der Fokus dann nachher auf äh, Dividenden-Aktien dann gehen soll und diese dann entsprechend weiter auszubauen. Ich habe äh, eine Aktie, die mir momentan noch nicht oder die nicht ganz so gut ist die anderen äh, drei Aktien sind auch voll im Soll ähm, schauen wir uns danach auch gleich noch mal an und zwar die 3M Aktie aber ähm, Video dazu habe ich ja gemacht zur 3M Aktie als ich sie gekauft habe das ist ein reiner antizyklischer Kauf gewesen ne? und antizyklische Käufe äh, bedingen halt ähm, dass a äh, dass die ähm, zwischenzeitliche Kursrückgänge ähm, drin mit berücksichtigt werden müssen und dass so eine Aktie natürlich auch floppen kann. Ne? Das ist ganz normal. Also 2023 äh, aufgrund der Krise bei 3M ähm, gab es dann auch einen äh, Umsatzrückgang und einen Gewinneinbruch. Alles äh, ziemlich negativ. Aber die Spekulation darauf ist, dass 3M als großer Mischkonzern sich da wird äh, rausarbeiten können. Und äh, zum Beispiel die Schadensersatzzahlung, die sind ja 2023 wirksam geworden und sollten jetzt nicht noch mehr Skandale äh, reinkommen und sich das Unternehmen jetzt äh, zukünftig besser aufstellen und solider aufstellen. So vor allem, dass solche Geschichten, solche Krisen nicht mehr passieren, bin ich auch äh, sehr positiv äh, gestimmt, dass die 3M. Aktie sich dann über die nächsten Jahre auch wieder erholen äh, wird und so dass ich dann eventuell ne, ich beobachte das jetzt bei der 3M-Aktie, mache ich jetzt erst einmal nichts, ähm, aber dass sich dann auch weitere Nachkäufe äh, lohnen und meine Zielen, ähm, mein Zielinvestment, je Aktie liegt bei 5000 Euro insgesamt. Nachher. Na, also ich äh, fange an, mit 1000 Euro schon mal einzukaufen und dann über die Jahre stocke ich die jeweilige Aktie dann immer auf. Ähm, bis dann äh, zu maximal 5000 Euro Investitionssumme. Wie die Aktie dann letzten Endes steht, ist mir dann äh, relativ egal. Ähm, so dass dann über die Jahre ein ziemlich ähm, großes Aktienportfolio auch entsteht mit sehr, sehr vielen Einzelaktien, ne, die deutlich mehrere Positionen dann umfassen wird. Genau, also das so viel dazu. Für 2024 plane ich jetzt vier Aktien zu kaufen. Und die wollen wir uns heute schon mal so langsam raussuchen. Und da gehe ich mal einmal äh, hier auf dieses Tool. Hier werden wir uns die Watchlist mit ähm, anlegen. Habe ich jetzt schon genannt, Aktienkauf 2024. Hier werden wir uns die Werte dann reinschreiben, weil ich ähm, natürlich auch auf Basis der Charttechnik entscheide, ob ich eine Aktie dann kaufe, um sie dann nach Möglichkeit nicht an ihrem Allzeithoch äh, direkt zu kaufen, sondern immer äh, mit einem gewissen. Ja, Abschlag, ne? Preislichen Abschlag. Mir ist es nicht wichtig, die Aktien maximal günstig zu bekommen, äh, da ich sie so oder so ähm, mehrmals danach kaufe über die Zeit. Anschauen werden wir uns das dann über das Aktienterminal ähm, bei TraderFox. Da werden wir die einzelnen Aktien raus analysieren und auf Basis der Watchlist, die wir im 2024, äh, 2023 erstellt haben. Ähm, ich muss dann mal schauen. Erst einmal habe ich mir hier ähm, diese vier Sektoren rausgesucht, in die ich investieren möchte. Einmal Finanzen, Versorgung, Gesundheit und Basiskonsumgüter. Das sind die vier Sektoren, in die ich ähm, investieren möchte. Und diese Sektoren, in diesen Sektoren, suchen wir uns jetzt die jeweiligen Aktien raus. Finanzen spielen aber noch eine sehr untergeordnete Rolle, auch wenn ich sie gerne mit äh, drin haben möchte, aber der Zeitpunkt ist jetzt. Nicht der beste. Ne, der beste äh, Zeitpunkt, um äh, Finanzaktien äh, zu kaufen, also Banken, ne, ist äh, vor einer Zinsanhebungsphase. Da nimmt man dann halt schon mal den ähm, ersten Aufschwung dann mit. Aber am Ende spielt es dann letzten Endes so oder so keine Rolle, weil ich äh, so oder so ein größeres Investitionsbudget habe. Jo, also ich würde dann mal sagen, wenn eurerseits da keine weiteren Fragen sind, dass wir uns die Aktien einfach mal reinholen. Ich mache es dann so, ich ziehe es mir dann hier mal äh, rüber und schau doch mal, worüber ich die, mir die Aktien hier einmal anzeigen lassen kann. Macht er das darüber? Ah ja, darüber macht das. Ähm, bub, Aktienterminal. Haben wir Bank of America, JP Morgan? Haben wir ich muss jetzt parallel auch schauen, weil ich natürlich noch im Trading bin? Dann haben wir First Source Corporation. Also, ich habe mir jetzt nicht jede Aktie selbst rausgesucht, weil einige Aktien kamen dann auch aus der Community, also von euch. Ne? Und die Entscheidung wird nicht leicht werden. Das kann ich jetzt äh, schon mal sagen. Und Callum Frost Bankers. Okay. So, dann haben wir die vier Aktien, die wir uns jetzt einmal äh, genauer anschauen wollen. Und ich habe hab ja mal ein Video gemacht. Ähm, dann kaufe ich eine Aktie, so heißt das Video. Und Parameter für mich festgelegt, äh, wonach ich Aktien kaufe. Ähm, Machen wir hier die Excel. Ähm, mal raus hier. So, also wonach ich dann Aktien kaufe, also wenn ihr nicht mitkommt, dann immer gerne mal reinschreiben. Also da ich ja Dividenden fokussiert investiere, ist für mich natürlich die Dividende eine wichtige Kennzahl. Also höher mindestens 1%, besser 2% und eine durchschnittliche Steigungsrate von 5% sollte sie dann schon aufweisen. Je mehr, desto besser. Ne? Also von den äh, Auswahlkriterien ist dann die Höhe der Dividende, sie muss nicht maximal hoch sein. Das kann auch sein, zum Beispiel, wenn ich im Vergleich habe, ein, äh, eine Aktie mit 1,5% äh, Bruttodividende und einer Steigerungsrate von 10%, würde ich doch eher die ähm, Aktie mit der niedrigeren äh, Dividende vorziehen, als hätte ich jetzt eine Aktie mit. 2,5%, aber nur 5% Steigerungsrate, weil dann über einen längeren Zeitraum, wenn es dann bei der Steigerungsrate bleibt, das ist ja immer so das, was so ein bisschen unbekannt ist, ähm, ob es dann mit der Steigerungsrate halt entsprechend so weitergeht, dann wird die ähm, eine Aktie mit weniger Anfangsdividende, höherer Steigerungsrate, die andere Aktie äh, relativ zügig auch, ähm, auch überholen. Ne? Gerade am Anfang, äh, wenn man ein Dividendendepot aufbaut, zumindest für mich, ähm, halte ich es für sinnvoller, ähm, erst einmal schon mit Dividendentiteln anzufangen, die eine hohe Anfangsdividende auszahlen, wie Realty Income, sehr gut, Main Street Capital, auch ein wunderbarer Wert, auch sehr weit vorne, ähm, aktuell von der Performance her, also ein sehr, sehr schöner Wert, die exorbitant stark ausschütten. Im Verhältnis, es ne? gibt natürlich Werte, die weit über 10% ausschütten oder so, da also muss man sich halt die Frage stellen, wie gesund die ganze Geschichte ist. Und dass man halt schon da äh, durchaus sich ein Grunddepot dann aufbaut und dann äh, mit der Zeit dann weitere, noch solidere Werte mit dazu nimmt, um dann halt von der Langfristigkeit zu partizipieren. Generell gilt von meiner Warte aus, Anlagehorizont mindestens 20 Jahre. Na, wenn man ein Depot aufbaut, mindestens 20 Jahre Anlagehorizont sollte drin sein. Ähm, ansonsten sind wir dann schon eher im kurzfristigen Bereich für das äh, Aktieninvestment und dann äh, partizipiert man auch nicht so stark von. Ähm, von äh, dem Zinseszinseffekt ne? über einen langen Zeitraum. Man sagt ja immer mindestens zehn Jahre, aber ab zehn Jahre geht es eigentlich erst so richtig los, wo man wirklich äh, davon partizipiert. Kleines Rechenbeispiel, nehmen wir mal an, eine durchschnittliche Dividendensteigerungsrate von sieben ähm, pro Jahr, dann hat man eine Verdopplung alle zehn Jahre. Bei zehn Prozent hat man eine Verdopplung alle sieben Jahre. Bei zwölf oder dreizehn Prozent hat man eine Verdopplung alle fünf Jahre und so weiter. Und ähm, das macht dann schon sehr, sehr viel aus. Und die durchschnittliche Dividendensteigerungsrate bewegt sich in der Range meistens so zwischen 5 und 10 Prozent, also 7 Prozent im, im Mittel. Und dann hat man eine Verdopplung alle 10 Jahre. Ne? Also, wenn man, sage jetzt mal, eine Aktie mit einer Bruttodividende von 2 Prozent hat. Und die 7% Dividendensteigerungsrate durchschnittlich hinbekommt über die nächsten 20 Jahre, hat man nach 20 Jahren schon 8% Dividende auf sein äh, anfangs investiertes Kapital. Ne? Und wenn ich jetzt sage, okay, 5 Jahre Ansparzeitraum, 5000 Euro investiert, 8% Dividende sind dann auch schon 400 Euro äh, Bruttodividende pro Jahr aus dieser einen Aktie. Ne? Ab dann, wenn man dann quasi 25 Jahre insgesamt weiterschaut. Ne? So im Schnitt. So, und das ist schon ziemlich stark. Ne? Und deswegen sage ich, mindestens 20 Jahre sollte man schon drin haben. Deswegen muss man halt auch so ehrlich sein: ab einem gewissen Alter äh, mit dem langfristigen Investieren anzufangen, macht es dann nicht so viel Sinn. Da sollte man schon ein bisschen na, spekulativer würde ich nicht sagen. Aber je we weniger ähm, Zeithorizont man hat, desto eher sollte man doch schon eher so in den Wachstumsbereich reingehen. Ne? Gut, also das äh, schon wieder zu viel gequatscht. Kontinuität mindestens 10 Jahre stetig erhöht. Kleinere Ausreißer darf es dann geben, wenn dann zum Beispiel die Parameter hier insgesamt äh, stimmig sind. Ähm, Ausschüttungsquote maximal 75 Prozent, also äh, maximal 75 des Gewinns äh, bzw. des äh, frei verfügbaren Gewinns äh, sollten ausgeschüttet werden. Rights äh, bieten da eine Ausnahme, weil die von Grund aus äh, zumindest... Äh, die US-amerikanischen Rights gesetzlich dazu verpflichtet sind, ich glaube, 95% oder so auszuschütten. Da spielen die dann eine Ausnahme. Und Aristokratenstatus wäre dann natürlich das, was ähm, angestrebt werden sollte ne? von den Aktien her. Und da habe ich auch schon einige ähm, Aktien gemeinsam mit euch da äh, schon angeschaut. So, natürlich Gewinn, Umsatz, Verschuldung. Insgesamt kann man grob zusammenfassen, die Nummer sollte schon solide sein. Ne? Also. Zumindest mal kontinuierliches Gewinn- und Umsatzwachstum im Schnitt muss steigend sein, wenn es mal Ausreißer gibt. Ist vollkommen legitim, zum Beispiel Corona-Crash, gerade bei ähm, Nicht-Basiskonsumgütern, wo dann halt auch deutliche Einschnitte dann auch äh, spürbar sind im Umsatz und im Gewinn, logischerweise. Und wenn so ein Unternehmen, klar, in dieser Phase etwas weniger oder einen Umsatzrückgang und einen Gewinnrückgang verzeichnet, aber dann äh, erkennbar aus der Phase, auch wieder rauskommt, dann ist es trotzdem äh, okay. Ne? Das meine ich damit, dass es im Schnitt dann trotzdem steigend sein. Gewinnwachstum mindestens gleich, besser natürlich äh, höher als Dividendenwachstum. Ähm, beziehungsweise, genau, also Gewinnwachstum sollte natürlich dem äh, Dividendenwachstum entsprechend sein. Äh, natürlich immer um den Median schwankend. Natürlich besser, wenn äh, der Gewinn stärker steigt, als die Dividenden angehoben werden. So. Netto-Marsch äh, entsprechend äh, oder ansprechend, mindestens 10 bis äh, 20 Prozent, also der Gewinn vom Umsatz, kommt auch immer so ein bisschen äh, darauf an. Ne, aber das ist so die Range, um halt zu sagen, okay, das Unternehmen ist äh, gut äh, profitabel ähm, aufgestellt sein, Eigenkapitalrendite muss mindestens positiv sein, Verschuldungsgrad, je nach Branche maximal 60 Prozent, Dividenden aus Gewinn gezahlt, also jetzt hier werden die Dividenden aus den Gewinnen gezahlt oder durch Schulden, ne? gleich Ausschüttungsquote. So KGV ist ja eine beliebte Kennzahl, aber das KGV an sich sagt alleine äh, gar nicht so viel aus. Wenn man es jetzt auf eine Aktie bezieht, man muss es immer mit der Branche vergleichen. Ne? Also wie ist das durchschnittliche KGV der Branche? Ähm, und dann zum Gesamtmarkt, also wie ist das Gesamt-KGV, wie ist das KGV der Branche? Und dann kann man halt das äh, Unternehmens-KGV auch in ein vernünftiges Verhältnis setzen. Ne? Also da kommt es dann immer auf die Relation an. Deswegen äh, muss man da schon genauer hinschauen. Ne? Aber so genau werden wir heute nicht reinschauen. Timing ist wichtig. Wann kaufe ich? Ähm, Softpoints und Marktlage, hatte ich schon gesagt, zum Beispiel Finanzen ähm, wären gutes Timing vor äh, Zinsanhebungsphase. Ne? Äh, am Zinspeak, wir haben ja jetzt momentan Zins, äh, Zinspeak, jetzt Finanzwerte zu kaufen. Ähm, also klar kann man machen, aber ähm, es wird dann halt sehr wahrscheinlich so sein, dass dann die Finanzmärkte tendenziell in die Korrektur übergehen, sobald wir eine Zinssenkungsphase haben. Ähm, und da sind Finanzwerte dann halt nicht so stark. Äh, Immobilienwerte äh, zum Beispiel profitieren von niedrigen Zinsen und wären dann halt äh, quasi in, einer, in einem prozyklischen Umfall, Umfeld während einer Zinssenkungsphase. Ähm, ihr könnt euch das auch äh, sauber raus. Ähm, genau rausarbeiten über äh, die Webseite globalrates.com und da habt ihr äh, die Zinsphasen äh, könnt ihr da rauslesen nehme ich jetzt hier mal die Europäische Zentralbank schauen wir mal ähm, da seht ihr es jetzt hier ne? da sind wir in einer Zinsanhebungsphase und wenn jetzt hier äh, zum bei Immobilienwerten beispielsweise ne? Äh, europäischen Immobilienwerten. Wenn wir in eine Zinssenkungsphase reinkommen, dann lohnt es sich durchaus, hier mal nach einem Kauf zu schauen, ne? ob man da vernünftig reinkommt, weil dann die ähm, Zinssenkungsphase, also das Umfeld niedrigerer niedrigere Zinsen, sich äh, positiv auf äh, die Immobilienbranche auswirken kann. Ne? Wenn ja, das, äh, der Gesamtimmobilienmarkt natürlich äh, Solide ist, ne? aber das ist zum Beispiel ein Faktor und umgekehrt dann zum Beispiel bei Finanzwerten. Ich kann den Link auch noch mal äh, rein teilen. Genau, ne, das ist jetzt speziell: den, der Link ist jetzt speziell von der EZB, aber äh, auf der Webseite könnt ihr euch ja dann da ähm, mit äh, gütlich tun. Genau. Dann haben wir, genau, Zinsentwicklung, Rights und äh, Finanzwerte, hatte ich gesagt, konjunkturelle, äh, konjunkturelle Entwicklung global, klar, also wie ist die gesamtwirtschaftliche Lage, also die Gesamtkonjunktur, äh, Größe des Unternehmens, Diversifikation der Geschäftsbereiche, ne? No? Das ist dann halt ein wichtiger Punkt. 3M stark diversifiziert, äh, Realty Income nicht so stark in, äh, diversifiziert, wobei sie ihre Bereiche auch ein bisschen äh, weiter ausbauen. Zum Beispiel hier Medical Offi Offices, glaube ich. Da jetzt in den Bereich auch reingehen, was ein Wachstumsmarkt auch ist in den USA. Also, wir nennen es bei uns äh, Ärztehäuser, sowas zum Beispiel. Na, also, solche komplexe, äh, medizinische Komplexe dann. Ähm, als, ähm, ja, als äh, Investor dann äh, zu unterhalten. Ne? genau Und dann natürlich die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Also wenn man dann die Möglichkeit hat, äh, die Informationen zu bekommen, ne? wo soll es denn perspektivisch hingehen. Für mich ein wichtiger Punkt, die äh, Charttechnik. Wie ist die Trendlage? Wenn wir jetzt einen Abwärtstrend haben, ist eine Trendbunde voraus. Ähm, wo befindet sich die Aktie gerade? Befindet sie sich gerade am Allzeithoch und weit in der Bewegung? Also ist sie schon sehr stark gelaufen. Natürlich kann sie immer noch weiterlaufen, siehe Nvidia beispielsweise. Ähm, da muss man aber in eine laufende Bewegung reinhüpfen. Ist nicht so mein Stil für das langfristige Investment, weil die nächste Korrektur wird kommen. Ne? Und dann kann ich äh, schauen, dass ich äh, reinkomme. Ähm, genau, das wäre dann halt äh, die prozyklische, mehr oder weniger prozyklische Geschichte. Ähm, Genau das schauen wir uns hier gleich nochmal an. Ähm, antizyklischer Einstieg, äh, hatte ich ja auch schon gesagt, Rights in Zinsanhebungsphase ähm, zu kaufen, so langsam zu kaufen, beziehungsweise wenn es äh, sich abzeichnet, dass die Finanzpolitik oder die Zinspolitik sich ändern, Finanzwerte vor Zinsanhebungsphase, nach schlechten Nachrichten, beziehungsweise bei Unternehmenskrisen, die 3M, die die Chance haben, überwunden zu werden, besonders äh, wenn es keine erkennbaren Gründe für starke Kursrückschläge äh, gibt. Ne, so, was zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ähm, ob ich einen Download-Ordner schon angelegt habe. Ansonsten würde ich mal schauen, äh, das dann über Dropbox oder ähm, RONDRIVE mal zur Verfügung zu stellen. Dann äh, habt ihr das auch. Ne? Müsst ihr euch jetzt nicht abschreiben, äh, sondern wird es dann, wenn ich es nicht vergesse, ähm, auch zur Verfügung stellen und würde ich dann halt den Download-Ordner, also den Link zum Download, äh, unter den Videos immer äh, zur Verfügung stellen, dann könnt ihr euch alles, worüber ich Videos mache, dann da entsprechend äh, rausziehen. So, Nachkauf ist auch immer wichtig, gilt natürlich dann auch beim Erstkauf einer Aktie, wäre dann zum Beispiel was wäre zum Beispiel äh, Heinz, gehe ich gleich drauf ein, äh, Nachkauf bei äh, Schwäche wäre äh, zum Beispiel frühestens ab 10% äh, Rückgang, ausgehend äh, vom letzten Kauf, ne? also ich habe einen ähm, Einstieg und wenn die Aktie dann weitere 10% fällt, dann schaue ich, ob, ob sich ein Nachkauf lohnt. Äh, wie bei äh, Realty Income beispielsweise, habe ich ja nochmal nachgekauft und könnte ich jetzt theoretisch auch nochmal nachkaufen. Aber die Maximalgewichtung von 10% ist schon erreicht. Also jede Aktie äh, plane ich dann äh, maximal 10% auf das jeweilige Jahr zu gewichten. Äh, und Realty Income ist jetzt schon mit 10% drin. Ähm. Genau, natürlich müssen die äh, vorherigen Punkte alle gegeben sein, die ich genannt hatte und äh, Schadtechnik ist eher untergeordnet, ne? also antizyklisch. Da muss keine Trendwende vorhanden sein und kein stabiler Aufwärtstrend, sondern äh, nach Schadtechnik. Ähm, Wäre es dann halt eine Trendwende zu identifizieren, kann man machen, ist jetzt aber für Nachkäufe bei Schwäche. Wenn alle vorangegangenen äh, Fundamentaldaten noch äh, passend sind, äh, spielt das dann eher keine Rolle, sondern da kauft man sich dann in den Rückgang ein. So, Nachkauf bei Stärke, Aktie trenne ich aufwärts. Das ist natürlich äh, wichtig, dass man für mich, dass ich nicht am Allzeithoch kaufe, sondern ich möchte schon eine Mindestkorrektur von 10% haben bei einer Aktie und diese Korrekturen, die äh, kommen auch wenn es mal äh, zwei, drei Jahre dann dauert, ne. So, prozyklisch äh, positives Marktumfeld ist dann da wichtig und äh, die Charttechnik wird da genau anwenden, angewendet, Ausbruch aus Korrekturen, solche Geschichten halt. Genau, äh, Heinz äh, Wright heißt Real Estate Investment Trust und sind Immobilienfonds oder Immobilienaktien, ne? Also sind äh, Unternehmen, die dessen Geschäftsmodell die Immobilienbranche ist. Also, sie unterhalten dann Objekte, sei es Wohnobjekte oder ähm, Geschäftsobjekte oder halt gemischt. Bonovia zum Beispiel ist ein Ride-Unternehmen, ne? ein, Ride äh, ein deutsches. Ähm, genau, und Reality Income dann halt ein US-amerikanisches. Gut, also das so viel dazu. Und anhand dieser Gesichtspunkte schauen wir uns die jeweiligen Aktien jetzt nämlich einmal an. Und wenn wir jetzt ähm, einfach mal hier das hier vergleichen ne, mit den Aktien, dann kristallisiert sich äh, schon ähm, ja, quasi drei Aktien raus, die wir uns näher ähm, anschauen können. Was mich jetzt hier wund äh, wundert, ist, dass bei cullen Frost Bankers äh, das Rating hier ausgesetzt wurde vom Qualitätscheck. Ne? Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel dargestellt ein Umsatzwachstum. Wir haben 2020 einen kleinen Gewinneinbruch, aber ansonsten auch ein durchschnittliches Gewinnwachstum. First Source haben wir ein durchschnittliches Gewinnwachstum, durchschnittliches Umsatzwachstum und die ähm, Nettomarge äh, liegt hier auch durchschnittlich immer bei über 20%, müsste das ungefähr sein. Ne? Genau. Ne? Haben wir jetzt hier bei 34%? 31 Prozent, 32 Prozent bei J.P. Morgan ne, und halt äh, hier auch einen langfristigen Anstieg, wobei hier bei J.P. Morgan das schon ein bisschen holpriger ist. Aber J.P. Morgan natürlich einer der äh, größten, ähm, der größten Aktien. Wir können jetzt zum Beispiel hier beim Börsenwert ähm, schauen: äh, 264 Milliarden, 200, äh, 527 Milliarden. 1,26 Milliarden und hier 6,96 Milliarden. Also JP Morgan da schon wirklich stark und hat halt auch eine entsprechende Größe. So, also vom äh, Umsatzwachstum her, Bank of America fällt hier momentan raus ne, von der aktuellen Phase und sieht auch jetzt auf den ersten Blick nicht so schön aus. Schauen wir uns die anderen Kennzahlen an im Vergleich. Der Qualitätscheck hier ist schon äh, ziemlich gut. Da haben wir jetzt zum Beispiel ähm, das Earnings per Share, also das, ähm, der Gewinn pro Aktie Wachstum liegt hier bei 12,44%. Das ist mir ja oder uns ja als Investoren immer ziemlich wichtig. Bei First Source bei 9,74% und bei Callum Frost Bankers bei 5,5%. Also. Rein von der Betrachtung her, von den ähm, Kennzahlen, wenn ich das jetzt hier einmal durchgehe, hat ähm, JP Morgan hier jetzt äh, von der Qualität her die Nase vorne. Schauen wir uns die Dividenden an. So, Bank of America fällt jetzt hier in der Betrachtung schon mal raus. Schauen wir uns überall die Dividenden noch an, wie die Geschichte aussieht. So, haben wir bei JP Morgan, haben wir eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2%. Passt. Wir haben Dividendenkontinuität von 14 Jahre, Dividendenstetigkeit äh, ähm, 10 Jahre 100 Prozent. Also die ähm, Dividenden wurden 14 Jahre kontinuierlich gezahlt, äh, 10 Jahre wurden sie kontinuierlich gesteigert. Dividendenwachstum äh, jetzt über die letzten 5 Jahre 8,5 Prozent. Top, ne? also schön. Im Mittelfeld oder zwischen halt 5 und 10 Prozent. Schauen wir uns First Source an. 2,5 Prozent Dividendenrendite, Dividendenkontinuität mehr als bei JP Morgan, 35 äh, Jahre und auch äh, Dividendenstetigkeit über die letzten 10 Jahre äh, gesteigert. Dann ein etwas niedrigeres ähm, Dividendenwachstum, äh, was ich vergessen hatte, hier äh, Ausschüttungsquote liegt jetzt hier bei äh, 69, 67. Und dann haben wir bei Callum Frost Bankers, ähm, gibt es keine äh, Wertung, kein Rating, haben wir aber 3% Dividendenrendite, Dividendenkontinuität 31 Jahre, Stetigkeit 10 Jahre und dann ähm, ziemlich kontinuierliches äh, Wachstum, also 10 Jahres und 5 Jahres Wachstum, ähm, relativ ähnlich und Ausschüttungsquote zu hoch ist hier der beste Wert. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Score hier ist. Ähm, äh, Ausstellungsquote können wir uns hier aber anschauen. Über die letzten Jahre liegt jetzt hier bei unter 40%. First Source ähm, unter 30% und bei ähm, JP Morgan auch unter 40%. So, jetzt äh, könnt ihr ja mal reinschreiben bei den Bankaktien anhand dieser Werte. Welche Aktie würdet ihr jetzt hier nehmen? Ne? Also, was wäre euer Favorit? Ähm, bei den Aktien. Ne? Also von diesen drei Aktien, die wir jetzt noch haben, was wäre euer Favorit, um dann mal eure Meinung dann entsprechend auch mit drin zu haben. Ich weiß, wir sind heute sehr, sehr wenig Zuschauer, das ist aber normal hier bei dem Kanal. Das ist ja kein Livestreaming-Kanal. Da geht bei äh, auf meinem Hauptkanal natürlich ein bisschen mehr ab. Ja, aber wenn ihr dann mögt, könnt ihr dann reinschreiben. Schreibt mir dann auch gerne mal rein, wenn ihr keinen Kommentar abgeben möchtet. Ihr wisst es, Interaktivität ist, äh, ist King. An der Stelle. So, ich muss jetzt hier, während ich warte auf euch, schaue ich mir mein äh, Trading direkt mal an. Also der DAX bei 17.500 Punkten. Ja, also wer heute auf Short gesetzt hat. War jetzt ein bisschen verkehrt unterwegs. So, ähm. So. Gut, kein Kommentar ist auch ein Kommentar. Also, ich denke mal, es sollte relativ einleuchtend sein, dass JP Morgan da die Nase vorn hat. Ähm, wir schauen uns dann auch gleich mal die ähm, die charttechnische Situation an. So, jetzt muss ich hier bloß noch mal gucken. Genau, hier Aktien hinzufügen. US-Dollar. Dann schauen wir uns die Charttechnische Situation mal an, mal schön alles speichern. Äh, das Problem, also bei mir, äh, ich habe nutze ja noch die kostenlose Version. Ne? Von daher stehen mir nicht alle Features zur Verfügung und ich glaube, ich kann auch nicht unbegrenzt speichern. So, was wir hier aber sehen, ich äh, nehme hier den langfristigen oder den größeren Wochenchart. Wir sehen auch von der ähm, Kursentwicklung her ähm, doch schon sehr sehr stabil. Ne? Seit der Finanzkrise, wo dann natürlich äh, sämtliche äh, Bankaktien da ein bisschen äh, schwieriger unterwegs waren. Ähm, JP Morgan befindet sich jetzt am Allzeithoch. No? So, also stand jetzt. No? Wir haben jetzt äh, diese Aktie hier auf der äh, Watchlist. Das ist jetzt hier meine Aktienkauf Watchlist. Und hier würde ich die Aktie jetzt kaufen, beziehungsweise kaufen äh, tue ich die Aktien äh, erst so ab Q3 sehr wahrscheinlich, beziehungsweise ja vielleicht schon im Q2, also so ab ja, Q2 geht ja im März schon los. Ich habe jetzt noch einen Kauf, ähm, einen Kauf äh, von meinem ETF 3er gespannt. Dann würde ich gerne den ähm, iShare's Emerging Market Bond ETF nachkaufen, weil der ist äh, dran. Der steht bei mir im Depot auch mit minus ähm, äh, Prozent. Den würde ich auch gerne noch nachkaufen, was dann halt für, ähm, für, mehr, äh, für April dann dran wäre. Und dann wäre ich theoretisch frei, Aktien zu kaufen oder den S&P 500 ETF. Und den S&P 500 ETF, den werden wir uns hier auch gleich mal krallen. Nee, das ist die Allokation. Den hatte ich jetzt hier. Äh, genau, den haben wir uns hier auch gleich mal rein. Das ist nämlich die Geschichte. Genau, den wollte ich kaufen. Und da haben wir... Mal gucken. Ja, nämlich mal ruhig. Tradegate, Genau, und der befindet sich halt auch noch am Allzeithoch. Ne? Also auch hier wäre es dann halt vonnöten, dass er mindestens mal 10% auskorrigiert, um den überhaupt nachzukaufen. Ne? Das bedeutet, äh, wir haben jetzt eine Notierung von 88. Ähm, Euro, ne? Der müsste dann irgendwo mal mindestens bei 80 Euro liegen, ne? Um den danach zu kaufen. Äh, Kielt, äh, gar keine Bankaktien. Doch, also man sollte definitiv Bankaktien mit drin haben, ne? Das äh, definitiv. Und äh, wenn du ein ETF kaufst, hast du so oder so immer Bankaktien mit drin, ne? So, und sind wir mal ehrlich, verstehst du die Bilanzen von US-Unternehmen? Glaube ich nämlich auch nicht, ne? Weil es da, ich sag, ich sag mal, so sie sind, ui, der DAX zieht gerade weiter an. Oder habt ihr so viel Latenz, dass jetzt erst die Frage kommt? Ne, ich glaube nicht, ne? Also Bankaktie ist mit drin, aus äh, marktzyklischen Gesichtspunkten, ähm, hatte ich ja schon gesagt, wir sind jetzt am Zinspeak, das bedeutet, sie ähm, werden sehr wahrscheinlich erst einmal ein bisschen unter die Räder kommen, wenn wir in die nächste Zinssenkungsphase kommen, was dann wiederum ein guter Einstieg wäre. Das bedeutet, die Bankaktie wäre dann vielleicht was für Ende des Jahres zum Nachkaufen, äh, zum, zum Kaufen, nicht zum Nachkaufen, sondern zum Kaufen. Oder dann eventuell sogar erst nächstes Jahr. Ne? Müssen wir uns dann, ähm, wenn es soweit ist, genauer anschauen. Also, das wäre dann die Geschichte und der SP500 ETF. Ne? Wenn es da eine günstige Einstiegsmöglichkeit gibt, dann kaufe ich den natürlich zuerst nach, um dann halt ähm, den Renditepart. Hier äh, zumindest schon mal eine 5% Gewichtung hier von dem ETF reinzubekommen. Ne? Hier sind wir ja gut bei. Hier habe ich ungefähr eine 5% Gewichtung von den beiden äh, ETFs über die Sparpläne. Das läuft ganz gut. Und den äh, SP 500 ETF, da warte ich jetzt noch drauf, dass ich da einen guten Einstieg bekomme für den ersten Kauf. Ne? So, dann geht es weiter. Haben wir, hab hier habe ich Watchlist für 2024. Dann schauen wir uns den Bereich mal an. Gehen wir auch hier rüber. Dann Next Era war, glaube ich, eine Empfehlung aus der Community. Und dann haben wir Essential Utilities. Wie gesagt, die Watchlist hat jetzt keine, ähm, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ne? Wenn ihr Werte habt, die da noch mit reinzählen, ne? dann bin ich auch vollkommen frei, meine Watchlist entsprechend anzupassen. Ne? So, dann schauen wir uns den Qualitätscheck oder die Geschichte hier erstmal an. So, jetzt mal warten, dass er hier das zeigt und das. So, dann fangen wir mal bei Next Era an. So, was haben wir bei Next Era? Wir haben ähm, nach der oder im Zuge der Corona-Krise schon vorher einen ähm, Umsatzrückgang ähm, und einen Gewinnrückgang. Zuletzt konnte die Next Era Energy Aktie doch wieder ein bisschen überzeugen. Wir haben ähm, eine Nettogewinnmarge von über 20 Das ist schon mal gut. Eine Eigenkapitalrendite von 12 und das Umsatzwachstum über die letzten fünf Jahre von 10 Wobei die ähm, letzten fünf Jahre sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir jetzt hier den Peak nicht mit drin. Von daher ist das so ein bisschen. Ja, zählt das dann entsprechend mit äh, rein. So, wir haben ähm, so gesehen schon mal eine okay Entwicklung, Börsenwert <laughs> aktuell bei 113 Milliarden. So, Atmos Energy. Wir haben ja kein Umsatzwachstum, eher ein durchschnittliches, äh, einen durchschnittlichen Umsatzrückgang über die letzten acht Jahre. Konnte sich die Geschichte aber noch positiv entwickeln. Somit ist ein Trend schon vorhanden. Aber was viel interessanter ist, wir haben ein stetiges Gewinnwachstum, was schon mal sehr gut ist, wenn man aus ähm, ja, weniger Umsätzen mehr Gewinn generiert, ne? auch wenn das Gewinnwachstum da recht äh, moderat ist. Wir haben eine Nettogewinnmarge von knapp unter 20 Prozent und eine Eigenkapitalrendite von unter 10%. Ähm, Finanzverschuldung, äh, bree bree bree. Äh, Finanzverschuldung ähm, ist dann, ich weiß gar nicht, ob das jetzt der, das müsste, müsste, Moment haben wir es hier, hier irgendwo, ne, haben wir hier nicht mit drin, ne? Das müsste, haben wir es hier noch irgendwo? <laughs> Ne, haben wir hier nicht mit drin. Hm. Naja, gut. Schauen wir uns American States Water an. Ich hatte bei der ähm, Erstellung der Watchlist, ne, also beim Rausuchen der Aktien, schon gesagt, dass American States Water mein Favorit ist, weil ich den auch in meinem privaten Depot drin habe, schon seit vielen Jahren aktuell. Aber ähm, da passiert halt nicht so viel. Ne? Das ist halt eher ein langweiliger Wert, der relativ stabil ist, ne? auch durch Krisen hindurch. Und ähm, ich glaube so von der äh, groben Betrachtung her war das mein Favorit damals. Wann hatten wir den letzten Leichting? Glaube im November. Na, aber hier sehen wir ja Umsatzwachstum stetig, ne? moderat. Ne, 6% äh, Gewinnwachstum, aber auch vorhanden, moderat. Nettogewinnmarge knapp unter 20%. Eigenkapitalrendite ein bisschen höher. Und ähm, Essential ist da ein bisschen stärker unterwegs. Umsatzwachstum die letzten fünf Jahre unter 20%, knapp unter 20%. Aber läuft jetzt hier auch schon zurück. Eigenkapitalrendite unter 10% Nettogewinnmarge bei etwas mehr als 20%. Schauen wir uns die Dividenden an. Da haben wir einen Dividendenrückgang. Next Era fällt raus. Dann haben wir äh, Atmos Energy. Dividendenwachstum, also erstmal Dividendenkontinuität, 35 Jahre. Check. Dividendenstetigkeit, die letzten 10 Jahre, äh, 100 Prozent. Check. Dividendenwachstum zwischen 5 und 10 Prozent. Oder ich sage mal größer 5 Prozent. Check dann ähm, ausschüttungsquote check. also der wert sieht gut aus. qualitätscheck war aber durchwachsen. wobei jetzt zuletzt umsatzwachstum genau und äh, stetiges gewinnwachstum. so dann american states water. Ähm, leicht besserer wert. Ne? was haben wir bei atmos? haben wir 2,4 prozent. Dividendenrendite und hier ein bisschen weniger. Dividendenkontinuität ebenfalls stark. Stetigkeit ebenfalls stark. Durchschnittliches Wachstum auch eher an die 10%. Also gegenüber Atmos ein bisschen besser tatsächlich. Aber Atmos bietet eine höhere Anfangsdividende. Ne? So, dann Essential. Keine. Ähm eine Bewertung hier müssen wir uns dann mal bei ähm, Investing anschauen. Da haben wir eine sehr, sehr hohe Dividende. Ne? 3,5 Prozent ist schon ziemlich hoch. Aber Dividenden auch sehr lange, stetig ähm, lange und stetig gezahlt und erhöht. Dividendenwachstum liegt hier bei knapp über 6%. So, der Chart sieht nicht ganz so gut aus. Da müsste man sich jetzt zum Beispiel hier ähm, die Geschichte mal genauer anschauen. Ach, so zerflickelt der Chart. Müsste man sich jetzt hier die Geschichte äh, genauer anschauen, warum jetzt gerade bei Essential hier ein starker Abwärtstrend drin ist. Ne, das wäre jetzt noch herauszufinden, was dahinter steht. Müssen wir jetzt die News checken. Ähm ja, also da könnt ihr mal sagen, ein Wert ist herausgeflogen von diesen ähm, drei Werten. Was wäre da jetzt momentan euer Favorit an der Stelle? Ne, ich habe natürlich eine Tendenz, die habe ich schon ähm, genannt würde aber tatsächlich auch umswitchen. Ja, könnt ihr ja könnt ihr noch mal sagen, ne? wenn ihr mögt, was da euer Favorit wäre an dieser Stelle. Währenddessen. Schau ich mal. Vielen Dank, Heinz, für deinen Input. So, ich muss jetzt hier einmal rein. Aber ja, Heinz wäre auch mein Favorit tatsächlich. Ne? Also American States Water sage ich, habe ich seit vielen Jahren äh, privat auch im Depot. Aber Atmos ähm, gefällt mir tatsächlich besser. Allein vom äh, Schadbild her, äh, Dividendenwachstum ist jetzt nicht ganz so stark wie bei ähm, American States Water. Ähm, Atmos hat aber einen höheren äh, Wert und ist im Bereich ähm, was für mich auch spannend ist äh, im Bereich Gas. Ne? Beziehungsweise, wie heißt das? Fällt mir jetzt das Wort nicht ein. Ne? Genau. Aber Atmos Energy ist tatsächlich auch mein äh, Favorit hier an der Stelle. Von daher nehmen wir uns hier die WKN und packen uns die hier rein. Dann nehmen wir wieder US-Dollar. Ist jetzt schön in der Seitwärtsphase. Ähm, Allzeit hoch lag bei 125 US-Dollar. Jetzt ähm, müsste die Aktie allerdings noch, bevor ich sie dann kaufen würde, noch mal ein bisschen äh, günstiger werden, dass sich ein Kauf lohnt. Im Idealfall wäre es dann klassischer prozyklischer Kauf. Ähm, Ausbruch auf der Oberseite. Ausbruch auf der Oberseite und der nächste Rücksetzer, dass ich den dann kaufe. Das wäre das passendere Bild. Ähm, vom reinen Schadbild her, wir haben jetzt eine ausgedehnte Seitwärtsphase. Und wenn wir eine ausgedehnte Seitwärtsphase haben, dann gilt so oder so, wenn dann nur ähm, an der unteren Range-Kante einen Kauf zu tätigen. Ne? Na, also oder Minimum halt von dieser Range unterhalb der 50% Marke. Ne, dazu kaufen, dass man tendenziell innerhalb dieser Range, in der unteren Hälfte, im besten Fall im unteren Drittel dann den Kauf tätigt. Ne? So Liste speichern. Das ist jetzt aktiv. Ich, ich hoffe mal. So, also das dann äh, so viel dazu. Dann schauen wir uns die den nächsten Sektor an. So, da haben wir nur drei Aktien und zwar ist das der Sektor Gesundheit. da habe ich eigentlich schon meinen Favoriten, wir schauen uns die Geschichte aber trotzdem an. Okay. So. Dann haben wir eine Aktie Warten noch, bis er fertig geladen hat. Dann haben wir eine Aktie wie die App V. Nachteil der App V-Aktie ist jetzt, dass die ihr Gewinnwachstum nicht halten kann. Eine ziemlich starke Aktie. Eigenkapitalrendite äh, 62% Nettogewinnmarge. Aktuell noch bei äh, 16%, ähm, weil sie halt ihre ähm, Gewinne nicht halten können. Jetzt ist natürlich die Frage. Woran liegt das? Ne, das kann an Investitionen liegen, beispielsweise, dass äh, diese jetzt auf die Gewinne drücken. Da muss man dann im ähm, zweiten Step genauer reinschauen. So, aber insgesamt eine sehr interessante Aktie. So, die ich übrigens auch privat im Depot habe. So, dann haben wir die Merck, ein ähm, relativ großes Unternehmen, aber auch hier 2023. Äh, ja so gut wie gar kein gewinn generiert nettogewinnmarge liegt jetzt aber trotzdem äh, noch bei 22. ich denke mal das ist der äh, schnitt. Ne? merk am allzeithoch Wie, glaube ich auch gerade genau am allzeithoch und ähm, ja ansonsten umsatzwachstum immerhin äh, steigend das ebvi kam jetzt ein bisschen zurück, aber ähm, so kleinere Dellen haben wir jetzt hier nicht. Aber so kleinere Dellen darf es dann logischerweise auch mal geben. Und hier sind wir im Schnitt nicht so stark wie die wie zuletzt. Also die wie ist sehr sehr stark äh, gestiegen. Ne? Aber ich glaube, Merck ist älte, das ältere Unternehmen. Bin ich mir jetzt nicht bin ich mir jetzt äh, nicht sicher. Und Abbott, ja sieht halt nicht so nicht so dolle aus ne? im Vergleich. So konnte sich die letzten zehn Jahre zwar gut entwickeln und hat jetzt hier auch eine Delle. Ne? Ähm, dadurch, dass sich das äh, über die Branchen jetzt hier so ein bisschen durchzuziehen scheint, gehe ich oder kann ich davon ausgehen, dass es irgendwie was mit dem Sektor zu tun hat. Ne? Da müsste man dann halt mal genauer forschen. Und da würde ich mal direkt sagen, schauen wir in die Dividenden rein. Schauen wir bei einer App wie rein. Und ähm, App-V habe ich im Corona-Tief gekauft, privat. Und freue mich da. Na, ich, ich sage es jetzt nicht, aber ich freue mich, <laughs> dass die äh, App v aktie da ziemlich, ziemlich stark ist an der Stelle. Ähm, ich verstehe jetzt nicht, warum die Ausschüttungsquote hier so groß angezeigt wird. Kann. Mit dem äh, Gewinnrückgang jetzt in 2023 zusammenhängen. Dividendenwachstum sehr, sehr stark, aber so langsam muss man sich dann halt die Frage stellen, ob sie das dann letzten Endes halten können. Sie zahlen jetzt auf den aktuellen Aktienkurs trotzdem noch eine sehr, sehr hohe äh, Dividendenrendite. Ne? Die App wie aktuell am ähm, Allzeithoch. Dividendenkontinuität zwölf Jahre ähm, und dann halt über die letzten zehn Jahre kontinuierlich gesteigert. Ist jetzt hier ein in dem Verhältnis relativ junges Dividendenunternehmen. So, Merck ist da natürlich solider, was die Dividenden angeht. Ähm, Niedrigeres Dividendenwachstum konnte dann aber das Dividendenwachstum die letzten fünf Jahre gegenüber dem 10-Jahres-Zeitraum steigern. Dividendenkontinuität 35 Jahre, Dividendenstetigkeit 100%. Durchschnittliche Dividendenrendite jetzt bei 2% und Abbott Gibt es keine, ähm, gibt es äh, keine, äh, kein Rating hier an dieser Stelle? Dividendenwachstum, letzten zehn Jahre nicht gegeben. Äh, Dividenden, äh, äh, achso, äh, da war ich verkehrt. Hier, ähm, Dividendenkontinuität zehn Jahre, Dividendenstetigkeit äh, bei 100 Prozent, aber dafür ein hohes Dividendenwachstum. Na? Aber Dividendenwachstum ist eben nicht alles. Ich habe einen Favoriten, würde ich jetzt auch nicht nachfragen. Ich habe bei mir tatsächlich die App -V, äh, schon herausgesucht. Müsste ich mir jetzt natürlich äh, genauer noch anschauen, äh, wie sich die ähm, Aktie jetzt momentan in den äh, Kennzahlen, in den weiteren Kennzahlen noch darstellt. Ne? Aber die App wie Aktie packe ich mir auf jeden Fall in die Watchlist rein. muss ich mal gucken, wo sind wir zeitlich. Ja, sind jetzt schon bei einer Stunde. Eigentlich wollte ich eine Stunde machen, aber ähm, wir nehmen uns die Zeit und gehen jetzt auch noch mal auf äh, die letzten Sektor ein. Es sind auch nur drei Aktien und zwar Basiskonsumgüter. War auch ein Sektor, in den ich ähm, dieses Jahr unbedingt äh, rein investieren möchte. Da haben wir die üblichen Verdächtigen. So, einmal Hormel Foods äh, Procter Gamble und Lancaster oder ja, Lancaster ähm, Colony. So, dann schauen wir uns mal die Geschichte an. Wirklichen Favoriten habe ich noch nicht. Das, was jetzt äh, tatsächlich interessant äh, bei Hormel Foods ist, halt der starke Abwärtstrend. Ne? Das wäre dann halt ein voller antizyklischer Kauf, wenn sie dann interessant wären, was äh, für mich jetzt. Ähm, von der Bewertung her interessant ist. Wir haben immerhin ein Umsatzwachstum, auch wenn der Gewinn jetzt die letzten Jahre moderat zurückgegangen ist, beziehungsweise eher gleichbleibend äh, gewesen ist oder gleich geblieben ist. Ähm, wir aber trotzdem eine ähm, ja, ne 50% Korrektur jetzt mittlerweile haben. Äh, von daher ist es jetzt äh, die Frage, müssen wir jetzt genauer forschen, in den äh, Nachrichten mal schauen zu dem Unternehmen. Was halt der Grund ist für den stärkeren Kursrückgang, und wir sehen es ja hier auch deutlich, dass Rommel Foods äh, hier den Aufwärtstrend verlassen hat. Ne? Wir sind jetzt hier voll in einem Abwärtstrend drin, und wenn kaufen, wäre es halt komplett antizyklisch. Ne? Aber insgesamt ähm, ist halt das Wachstumspotenzial des Unternehmens nicht so stark. Procter Gamble, klassisches äh, Unternehmen, Chart, Aufwärtstrend. Ähm, hier von den Daten, da gibt es da. Blablabla, bla, bla. äh, was Dr. Gonzois Beck, wieso nur äh, amerikanische Aktien, wenn doch der restliche Aktienmarkt viel günstiger ist, weil ich jetzt erst einmal Aktien ähm, amerikanisch fokussiert investiere. Stand jetzt, ne? also äh, ich weiß nicht, wenn du jetzt hier das erste Mal reinschaust. ne, ähm, dann gehe ich hier direkt nochmal auf die 10-Jahres-Planung ein von mir. Ne? Wir befinden uns jetzt hier momentan im Jahr 2, also noch vollkommen am Anfang. Natürlich, ne, ich hatte es, glaube ich, sogar im ersten Video erwähnt auf diesem Kanal, ähm, investiere ich auch außerhalb von Amerika. Ne? Dieses Depot befindet sich jetzt im Aufbau. Und für die Allokation 2024 stehen jetzt hier neben den Werten, in die ich schon investiert bin, noch vier weitere Aktienkäufe an. Und da schaue ich jetzt erst einmal im, äh, als Dividendeninvestor oder mit äh, Dividendenfokussierten äh, Interesse, ne? sagen wir mal so, ähm, in den US-amerikanischen Markt. Natürlich investiere ich auch außerhalb. Ähm, Amerikas beziehungsweise der USA, aber noch nicht dieses Jahr, ne? das wird dann sich in den nächsten Jahren, ähm, wird sich dann in den nächsten Jahren entsprechend noch ergeben, ich schaue jetzt bei mir immer gerade auf den Chart, weil ich hier gerade noch ein bisschen was am traden bin nebenbei, ähm, genau und deswegen schauen wir jetzt erst einmal uns die US-Werte an und zwar aus den vier Sektoren, die ich mir für dieses Jahr ausgesucht habe und erstelle da die konkrete Watchlist, um da den Einstiegszeitpunkt ähm, definieren zu können. Ne? Aber klar, es geht natürlich auch außerhalb der USA dann weiter. Vielleicht, weiß ich noch nicht, vielleicht noch nächstes Jahr. Nächstes Jahr habe ich nämlich schon ähm, 18.000 Euro ähm, äh, Investmentbudget veranschlagt. Da werden einige Nachkäufe mit äh, bei sein. Allein 4.000, 5.000, vielleicht auch 6.000 Euro Nachkäufe. Und dann hätten wir noch 12.000 Euro bzw. 10.000 Euro, um, ähm, um dann push Investments zu tätigen. Und da könnte man schon mal, ich sag mal, so Richtung Europa vielleicht erstmal schauen. Da gibt es ja auch ganz äh, interessante Werte, ähm, da dann zu investieren. Ne? Also ja, ja, natürlich, außerhalb der ähm, USA ähm, entsprechend auch zu schauen. Aber noch nicht dieses Jahr. Ne? Dieses Jahr stehen jetzt erst einmal vier Aktiennachkäufe äh, oder Zukäufe ähm, an. Ne? Und die haben wir, da habe ich jetzt schon drei ausgesucht. Und jetzt schauen wir uns die letzte noch an. Genau. Ne? Also das kurz und knapp. Ne? So, dann Procter Gamble. Sage ich mal, braucht man nicht viel zu, zu, zu sagen. Ähm, normales, durchschnittliches Unternehmen. Solides Unternehmen. Ne? Also ich denke mal. Ähm, da braucht man nicht viel zu, zu sagen. Ähm, interessant ist jetzt tatsächlich Lancaster, Umsatzwachstum, allerdings ähm, Gewinnwachstum nicht so stark. Der Chart sieht auch nicht so gut aus, nicht so stabil wie bei Procter Gamble. Nettogewinnmarge auch nicht so dolle und ähm, ja, das Umsatzwachstum über die letzten fünf Jahre eher durchschnittlich, aber insgesamt dann ein bisschen stärker jetzt zuletzt als Procter Gamble, aber. Ich muss halt dazu sagen, auch hier habe ich natürlich einen Favoriten. Ähm, schon mal Procter Gamble ist halt ähm, mit Abstand das größte Unternehmen. Ne? Hier an der Stelle und äh, da auch wesentlich breiter aufgestellt und ähm, allein deswegen schon favorisiert. Schauen wir uns die Dividenden noch an. In aller Kürze. Da haben wir bei Hormel Foods. Dividendenwachstum solide 3,4 Prozent ähm, Brutto-Dividende sehr gut. Kontinuität sehr gut. Stetigkeit auch sehr gut. Procter Gamble 31 Jahre Kontinuität ähm, 100 Prozent Stetigkeit. Dividendenwachstum im Schnitt gerade so über der Schwelle. Eine Dividende jetzt aktuell von äh, 2 Prozent. Und ähm, Lancaster Kontinuität. Sehr gut, Stetigkeit sehr gut und die das Dividendenwachstum tatsächlich ein bisschen ähm, besser. Ich würde hier tatsächlich ähm, von diesen Gesichtspunkten beide Aktien erst einmal mit reinnehmen: Lancaster und Procter Gamble. Tatsächlich, weil ich mir gerne Lancaster noch mal ein bisschen genauer anschauen möchte, ist aber von den drei Werten ähm, auch die kleinste, äh, hat auch den kleinsten Börsenwert. Ne? Aber ich würde tatsächlich hier beide Aktien mit reinnehmen, um die dann zumindest entsprechend auf der Watchlist zu haben und da noch mal genauer reinzuschauen. Ne? Also äh, dann geht es jetzt äh, wirklich darum, äh, Nachrichten zu checken. Und, und ein bisschen genauer in die Kennzahlen reinzuschauen. Das ist dann der, der nächste Step, der sich daraus ergibt. So, Procter Gamble, aber charttechnisch halt sehr schön. Also ein sehr schöner Chart. Hat jetzt hier, ich sag mal so, steht kurz vorm Ausbruch rein aus charttechnischen Gesichtspunkten. Ne, und das ähm, wäre dann durchaus interessant. Ziemlich teuer jetzt aktuell. Also sie sollte sich dann mal Richtung äh, ja, 140 US-Dollar bewegen, um einen Nachkauf in Erwägung zu ziehen. Ähm, irgendwo hier in diesem Bereich. Oder an analog zu, äh, ähm, was hatte ich? Zu Atmos. Ausbruch auf der Oberseite. Ne? Ausbruch auf der Oberseite. Und dann die nächste Korrektur kaufen. Also erst einmal warten, dass äh, Procter Gamble hier tatsächlich dadurch kommt ne, nach oben und dann äh, die nächste Korrektur zu kaufen und bei Lancaster da ging zuletzt die Luzi ab ne. Ende Januar muss man jetzt hier noch mal herausfinden was da so los war vielleicht äh, gerade ähm, Veröffentlichungen gewesen muss man sich dann halt entsprechend genauer noch mal anschauen Gut, also damit haben wir die äh, Watchlist für dieses Jahr soweit schon fertig. Aus dem äh, Basiskonsumgüterbereich ähm, haben wir hier zwei Aktien erst einmal drin. Ich tendiere zu Procter Gamble, halt als langweilige Basis. Ne? Und äh, das Depot bauen wir ja so oder so noch weiter aus. Und momentan, weil das Depot ja noch sehr klein ist, mit aktuell 11.000 Euro oder äh, fast 12.000 Euro, ähm, ist das Depot ja noch sehr, sehr klein. Und da halte ich es dann eher für sinnvoller, ein bisschen mehr auf Basis zu gehen, siehe ETF ne, ähm, als äh, Kern mit einer ziemlich hohen Gewichtung und dann sich da so langsam die ähm, Aktien drauf drumherum aufzubauen oder nach und nach auch ein bisschen mehr ähm, Aktien mit reinzunehmen, die doch ein bisschen mehr Wachstumspotenzial dann auch haben. Ne? Aber das ergibt sich dann tatsächlich erst über die nächsten äh, Jahre. Ansonsten sind wir schon mal gut aufgestellt. Bankwerte, also Finanzen drin, den äh, SP 500 ETF, den ich ja noch plane zu kaufen, ähm Atmos Energy mit drin äh, von den Versorgern, wie äh, Gesundheitsbereich und dann Procter Gamble in Lancaster für Basiskonsumgüter. Ne? Damit sind wir für dieses Jahr schon äh, ziemlich gut aufgestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob automatisch Speichern jetzt hier aktiv ist. Ansonsten muss ich dann nochmal gucken, dass ich. Das ist ein Speicher, dass mir das nicht wieder verloren geht. Ja, ansonsten sind wir ein bisschen drüber. Ich hatte eine Stunde geplant, aber ich denke mal, das ist äh, soweit auch okay. Ansonsten teile ich nachher auch, ähm, beziehungsweise äh, unten in der Beschreibung packe ich dann hier noch äh, den Download rein. Einmal zu meinem, ja, wonach ich Aktien kaufe, habe ich auch ein extra Video gemacht äh, zu. Und dann, äh, glaube ich, der Link fehlt auch noch zum aktuellen Depotstand. No, also zum äh, Tracking. Und was ich mir auch noch anschauen werde, ist äh, Portfolio Performance. Also vielen Dank an Udo, Uwe, weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, vielen Dank äh, für den Hinweis, schaue ich mir mal an. Und wenn es da eine Möglichkeit gibt, das Portfolio dann auch zu veröffentlichen, also äh, dann quasi einen Link äh, zu, zur Verfügung zu stellen, dass sich das Depot dann zu jeder Zeit jeder anschauen kann, dann äh, werde ich sehr wahrscheinlich darauf switchen wenn dann auch das Tracking gut funktioniert. Was bei äh, Trader Fox halt nicht so gut ist, ist halt, dass die Dividenden der ETFs, ne? dass die Dividenden der ETFs hier nicht getrackt werden. Das ist natürlich nicht so schön. Ne? Ähm, oder ich habe auch einfach einen Fehler gemacht hier bei der Eingabe. Ne? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Müsste ich dann nochmal gucken, ob ich da vielleicht wirklich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Gut, damit sind wir am Ende. Wenn ihr dann mögt, ähm, und öfter mal einen Livestream hier haben möchtet, wo wir uns dann auch vielleicht mal andere Aktien anschauen können. Dieser YouTube-Kanal ist ja noch relativ äh, klein und ist ja nicht spezialisiert hier auf äh, Livestreams. Aber wenn wir dann einfach mal ein bisschen ungezwungener auch quatschen wollen über Aktienthemen, über meine Anlagephilosophie, äh, dann können wir auch gerne öfter mal einen Livestream machen. Und ich denke mal dann eher so am Abend ne, oder am Nachmittag, da haben dann auch mehr Leute. Zeit und ansonsten kommt nächste Woche Montag schon das nächste Depot-Update. Bisher habt ihr ja schon gesehen, ähm, einige Dividenden sind in diesem Monat auch schon wieder aufgelaufen. Ich hoffe mal, dass auch alle Dividenden in diesem Monat jetzt noch reinkommen. Mir fehlt jetzt noch der Emerging Market Bond ETF und ähm, Paychecks. Die beiden fehlen mir noch. Paychecks wird sehr wahrscheinlich in diesem Monat noch kommen, aber ihr wisst ja, Emerging Market, äh, der Emerging Market Bond ETF, ähm, da kommt die Buchung auf mein europäisches Depot oder auf mein deutsches Depot gerne auch mal ähm, am ersten des Folgemonats. Ne? Da müssen wir dann mal schauen. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall ja, weiterhin fette Dividenden und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ansonsten schau, schaut doch auf meinen anderen YouTube-Kanal vorbei, Florian Kasischke, wo es dann um das Trading geht. Wer jetzt hier rein aus dem Aktienuniversum zuschaut. Ähm, schaut auch sehr gerne rein, lasst ein Abo da und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.